Sind Hauselfen mächtiger als normale Zauberer? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Hauselfen könnten wirklich mächtiger sein als Zauberer. Es scheint, als könnten sie zaubern ohne Zauberstab und in einem viel mächtigeren Ausmaß als normale Zauberer. Was ist so besonders an ihnen und was unterscheidet sie von normalen Zauberern? In der Wizarding World gibt es Kobolde und Hauselfen und nicht viele Dinge unterscheiden diese beiden Spezien voneinander. Der Unterschied zwischen den Kobolden und den Hauselfen liegt lediglich in der gesellschaftlichen Positionierung, denn Kobolde fühlen sich überlegen in der Gesellschaft und aufgenommen. Hauselfen hingegen empfinden es als ihre Pflicht, ihrem Herren zu dienen. Vielen Elfen dienen ein Leben lang einem bestimmten Zauberer oder einer Zaubererfamilie und empfinden dies als größte Ehre. Sie sind sehr eingekehrt und denken nicht, dass sie Besseres verdienen. Ich glaube, sie wissen gar nicht, wie viel Macht in ihnen steckt. Hauselfen haben keine Ambitionen, sich in Magie weiterzuentwickeln und neue Dinge zu lernen. Aber wenn man sich die Situation und die Vorfälle genau anguckt, die in Harry Potter mit den Hauselfen passiert sind, ist es unabstreitbar zu sagen, dass Hauselfen eine unglaubliche magische Kraft besitzen. Da gibt es einige Situationen, die dies unterstreichen. Einmal die Situation, in der man sieht, dass Creature einfach so disapparieren kann. Außerdem von Dobby, der Harry Potter mehrere Male auf magische Weise rettet, wie zum Beispiel als Lucius Malfoy versucht, Harry etwas anzutun. Oder als Dobby Harry Potter aus dem Verlies des Anwesens der Malfoys rettet. Dobby ist ein sehr besonderer Elf, denn er ist einer der wenigen Hauselfen, die nicht den Wunsch verspüren, ein Leben lang ihrem Herren zu dienen und nicht dieselben Ansichten hat, die ein normaler Hauself mit sich bringt. Sein Ziel ist die Freiheit und diese erhält er dann auch schließlich. Ich denke, dass die Hauselfen mehrere Jahrhunderte zuvor in die Sklaverei gezwungen wurden und sich seitdem nicht mehr hinausbewegten. Dies hat ihr ganzes Dasein und ihr Mindset verändert, was ihre magischen Kräfte angeht. Meiner Meinung nach haben Elfen ganz andere und vielleicht sogar effektivere Magie zu bieten als normale Zauberer. Ihr Körperbau und ihre DNA ist ja auch ganz verschieden zu normalen Zauberern. Deswegen denke ich auch, dass die Elfen so in die Sklaverei getrieben wurden und in den letzten Jahrhunderten wurde dies zur Gewohnheit. Darum ist es auch normal für die Zaubererwelt, dass es Hauselfen gibt, die ihre Herren und andere Zauberer nicht in Frage stellen und diese magisch herausfordern. Aber an der Magie, die diese doch innerlich und äußerlich schönen Wesen hervorzaubern, kann man sehen, dass auch die kleinsten und scheinbar schwachen Dinge auf der Welt die größte Magie hervorbringen können. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.